Betroffene des Borderline-Syndroms haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu regulieren. Schätzungen zufolge leben in Deutschland rund 3% der Bevölkerung mit der Persönlichkeitsstörung. Erkrankte haben nicht nur mit einem hohen Leidensdruck, sondern auch mit zahlreichen Vorurteilen zu kämpfen. Dabei ist das Krankheitsbild sehr vielschichtig. Diese Anzeichen können auf Borderline hindeuten. Erstens: Stimmungsschwankungen. Erst euphorisch und überdreht, kurz darauf gereizt und wütend. Starke Stimmungsschwankungen zwischen extremen Emotionen sind ein häufiges Borderline-Symptom. Auch Wutausbrüche sind nicht selten. Zweitens: instabile Beziehungen. Betroffene haben häufig ein starkes Bedürfnis nach Zuneigung und gehen entsprechend schnell Bindungen ein. Ihre Beziehungen gleichen jedoch oft einer Achterbahnfahrt. Auf jedes Hoch folgt ein Tiefpunkt. Drittens: Verlustangst. BorderlinerInnen haben in der Regel große Angst vor dem Verlassenwerden. Verlustangst geht häufig mit übermäßiger Eifersucht einher, sodass bereits Belanglosigkeiten zu extremen Reaktionen führen. Viertens: Selbstverletzendes Verhalten. Betroffene sind oft besonders risikobereit und begeben sich in Gefahr. Auch selbstverletzendes Verhalten wie Ritzen bis hin zu Suizidgedanken sind möglich. Hier gilt: unbedingt Hilfe holen und im Zweifel den Notruf wählen.